Hallo liebe YouTube-Freunde, ich habe mir viel Mühe gegeben. Ihr wolltet immer was über Kurzwelle hören, über Kurzwelle sehen, auch über den Empfang. Das ist gar nicht so einfach. Die normalen Kurzwellengeräte, die es alles gab, die es heute noch gab, in der Nachkriegszeit gab, das war im Prinzip zu 38, 39 alles Murks. In den Jahren 38, 39, die Geräte waren super empfindlich. Sie bekamen auch tagsüber was Vernünftiges zu hören, auch nachts über zu hören, auch über die verschiedenen Kurzwellenbänder. Ich habe das Gerät restauriert. Dieses Gerät ist von meinem Kollegen Otto. Das ist ein Drucktastenempfänger. Der damaligen Zeit, in 38, 39, kamen die Drucktasten auf. Die Drucktasten, wir gehen später nochmal danach näher drauf rein, wie die funktionieren. Aber dieses Gerät an sich, das Aachen Super D62, ist das Spitzengerät von Aachen, von Philips gewesen, Ende der 30er Jahre. Wir gucken uns das mal von hinten an. Das ist nur die Rückansicht. Das Gehäuse steht da hinten in der Ecke. Gehäuse brauchen wir ja heute nicht. Aber die Frontplatte hier ist an einem großen Teil massiv. Ein schöner alter Lautsprecher, auch damals. Und das ist ein handgeschustertes Philips-Radio. Damals wurden die Dinger per Hand gebaut, eins nach dem anderen. Es wurde das eingebaut, es wurde das eingebaut. Ob es ging, wusste man vorher nicht. Dann sind verschiedene Röhrenbestückungen drin gewesen. Es wurde immer das eingebaut, was im Moment handelbar war. Dieses Gerät hat hier 1, 2, 3, 4 vernünftige Röhren. Es hat auch funktioniert. Wir gucken uns das gleich mal im Schaltbild an. Aber wir gucken es erst von unten. Nein, jetzt gucken wir erstmal den Skalenantrieb an. In der damaligen Zeit wurden ja alle Einstellungen über Drehkondensatoren, über Seile gemacht. Entweder Direktantrieb oder über Seile. Das Seil lief dann über eine Rolle und die Rolle war dann ein Zeiger dran und der Zeiger war dann zum Zeigen, welcher Sender eingestellt war. Philips hat eine neue Idee gehabt. Philips wollte eine haargenaue Abstimmung haben, eine präzise Abstimmung, eine Wiederkehrgenauigkeit des Drehkurses haben. Die ist bis heute unerreicht, was in diesen Geräten drin war. Es war eine heikle Sache, eine heikle Mechanik, auch die Mechanik hier für die Sendereinstellung. Es war nur über die Schiebemöglichkeiten, über eine kleine, hier dreht er sich jetzt schneller, da ist er jetzt da. So, damit konnte man die Sender einstellen, nicht über Seilzug, nicht über irgendwelche Hilfsmittel, sondern nur im direkten Anschluss an den Drehkurs dabei. Wir gucken uns das her mal von unten an. So, jetzt ist er auf die andere Richtung gedreht. So, jetzt kommt der Zeiger langsam darüber. Haben einen unheimlich langen Weg, haben aber innen drin an dem Drehkurs einen ganz, ganz geringen Hub. Den Hub gucken wir uns jetzt gleich an. Das ist jetzt von außen das Gerät. Wir gehen jetzt gleich mal nach innen. Nun das heilige Gerät von unten. Der Dreifach-Schiebekondensator von Philips in der damaligen Zeit, unerreicht in der Präzision. Das Teil hatte drei Kondensatoren. Sie hatten einen Gesamthub von ca. 10 mm. Für den gesamten Skalenbereich brauchte ich hier 10 mm. Er steht jetzt auf dem Skalenanfang. Ich drehe den jetzt mal langsam runter, den Zeiger. Ich bin hier unten mit der Hand am Drehen. Der bewegt sich ungefähr ganz, ganz wenig. Pro Umdrehung habe ich nur ganz wenig Millimeter, die sich bewegt. Ich bin am Ende. Der Zahler kommt auch langsam am Ende. Der Treco ist am Ende. Ein Schiebekondensator mit einer Mechanik. So, jetzt ist er zu Ende. Das ist alles. Die Achse, die in diesen Spulen hin und her läuft, ist der komplette Kondensator. Nicht wie bei den normalen Drehkondensatoren. Offen, dass man alles sieht. Das Ding war heimlich verborgen, richtig zugeschustert, aber es war ein Dreifach-Schiebekondensator von Philips. Einzigartig von damals. Nie wieder gebaut, nur in diesem Gerät. Man hat das dann sein gelassen, weil der Aufwand zu groß war. Und die Wiederkehrgenauigkeit der Tastatur war natürlich gigantisch. Es brauchte nur einmal eingestellt zu werden. Eingestellt reichte. Dann kam der Sender wieder, genau an der Stelle, die ich vorher gehabt habe. Wir gucken uns das näher mal an. Wir schauen uns mal die Bauteile an. Die Bauteile sind alles original. Es sind 70, 80 Jahre alte Bauteile. Wir brauchten nichts zu erneuern. Die Widerstände in Rot, die Kondensatoren in Schwarz und Dunkel und Braun. Es gab noch keine WiMA-Kondensatoren. Es waren wirklich handgewickelte Kondensatoren von Philips, vergossen mit Teer. Das hat gehalten, das hat bis heute noch gehalten. Diese Sprüche von heute, von den Foren, Kondensatoren wechseln, das brauchen wir bei diesen alten Geräten nicht. Es ist halt nur wichtig, dass die Anschlüsse vernünftig noch sind, dass die Lötstellen halten. Aber die Lötstellen waren so dick, die haben bis heute gehalten, ohne Probleme. Ich habe lediglich, was habe ich denn ausgewechselt? Ich glaube, so einen kleinen Kondensator, einen kleinen Koppelkondensator, den muss ich neu machen. Aber das war Standardfehler.
Das Blockschaltbild. Ich wollte nur mal das Blockschaltbild zeigen. Wir wollten noch mal kurz den Eingangskreis anschauen. Dieses Gerät hat eine EF30, eine rauscharme Vorverstärkerröhre, nur für Kurzwelle, Mittelwelle und Langwelle. So ein Aufwand getrieben, so eine Umschaltung von allen möglichen Bereichen. Alles musste einschaltbar gemacht werden, drehbar gemacht werden. Dann die Mischröhre, wie gehabt, jeder kennt das, Oszillator und Eingangskreis. Das ist der Eingangskreis. Dann hatte das Teil nur zwei Bandfilter, ein Bandfilter, noch ein Bandfilter. Eingangskreis, Ausgangskreis. Eingangskreis, Ausgangskreis. Zum Abstimmen musste 468 kHz eingestellt werden. Ich brauchte nur 1, 2, 3, 4 Spulen zu drehen, um das Ding zu verdrehen. Wer daran gedreht hat, hatte schlechte Karten gehabt. Wer das gelassen hat, hat es richtig gehandelt. Nach der Devise, never touch a running system. Wenn so ein Gerät läuft, läuft es. Besser wie gut geht nicht. Der Empfang war natürlich vom Eingang her gigantisch. Auch die Röhre war für die damalige Zeit gigantisch. Wir hören uns das nachher mal an, wie es funktioniert. Wir haben das Gerät wieder in Betrieb gesetzt, auf die richtige Stufe gestellt, auf die richtige Seite gedreht. Wir wollen jetzt mal die Sender ankommen. Wir wollen uns mal anhören, wie das Gerät einzustellen ist, wie es abzustimmen ist und wie genau es abzustimmen ist, auch über Kurzwelle. Das war ja für meine Sendung, für meine Freunde, für meine Sendung das Wichtigste, erstmal die Kurzwelle einzustellen und auch zu horchen. Ja? Wir gucken uns das jetzt an. So, die Einstellung der Sender war eine ganz heikle Angelegenheit. Aber die Arbeitsweise ist ganz einfach, haben sie geschrieben, hier in dem Text drin. Ihr könnt euch das anlesen, wie das funktioniert, bis unten hin. Ganz in Ruhe. Ich habe es nur mit Mühe verstanden, absolut mit Mühe verstanden. Deshalb will ich das nicht vorlesen, ununterbrochen was erzählen, was ich nicht verstehe und was manchmal einer auch nicht versteht. Aber für Freaks, die das mal genau wissen wollen, können sie es ansehen. Bitte den Text. So, wir schalten das Gerät ein, wir drücken die Mittelwellentaste und schön die verschiedenen Sender uns angucken. Wir sind in der Mitte des Bereiches hier. Mittelwelle. Es ist 17:30 Abend. Mittel, das Band ist jetzt schon voll. Hier unten ist ein Breitenregler. Unheimliche Schärfe kann man dabei rauchen. Sehr schöne Höhen. Wir gehen Mittelwelle mal durch. Alle paar Zentimeter ist ein schöner Sender drin, aber keine deutschen Sender. Wir haben keine deutschen Sender mehr, es gibt keine. Irgendwo kommen da deutsche Sendungen her, vielleicht von Paris, vielleicht von London. Ich bin aber kein Mittelwellenfreak, ich weiß das nicht. Aber jetzt gucken wir uns mal die Kurzwelle an. Wir sind bei 25 Meter Band. So, ich drehe das Band durch bei 35 Meter. Jetzt komme ich langsam in 40 Meter Band rein. Da kommt was. In 40 Meter abends zu der Stunde ist es normal. Von 40 bis 50 Meter die Wellenausbreitung abends ist im Nahbereich relativ günstig. Aber alles, was da drunter ist, ab 40 in Richtung 30, 25, 10, 19 Meter Band, das ist was für einen Tagempfang. Gucken wir uns morgen früh mal an. Ich kann den Sender ganz fein einstellen, weil ich diese kurze Einstellung von dem Drego habe, was wir vorhin gesehen haben. Dann ist das möglich hier, mit ganz wenig Drehen, vernünftig was zu haben. So. Das nächste, was das Gerät kann, ich drücke eine der Festtasten. Diese drei Sender sind programmiert, fest eingestellt, von unten eine Schraube, heimlich verborgen. Für mich eine böse Arbeit, überhaupt zu finden. Ich drücke die Taste runter. Dann ist der Sender eingestellt, der vorher eingestellt war. Ich drücke die nächste Taste runter, ist auch wieder ein Mittelwellensender eingestellt. Irgendeiner, den ich eingestellt habe. Der steht jetzt ein bisschen daneben, spielt ja keine Rolle. Wir können mal zurückgehen, dann habe ich den Sender wieder. Das Einstellen dieser Sender, eine ganz, ganz böse Sache. Marco, kann mal die Kamera da drunter halten. So, hier.
Das sind Löcher und am Ende dieser Löcher ist eine kleine Schraube. Ich gehe so rein und kann da dran drehen. Aber ich muss das Loch genau finden, ich muss die Schraube genau finden, dann kann ich den Sender verstellen. Eine Heidenarbeit für mich gewesen, das überhaupt rauszufinden, wie das funktioniert. Es geht, aber mit viel, viel Mühe. Ja, Kameraden? Also, Einstellung der Sender hier unten, oben die Haupteinstellung, hier unten nachstellen, einstellen, der war dann programmiert. So, vorsichtig. Das war unser Philips-Gerät mit den Drucktasten zum Einstellen. Die Sache funktioniert noch. Ist auch massives Material hier. Ein sehr, sehr schönes altes Gerät. Baujahr 38, wie gesagt. Ein Blitzempfänger, Blitztastenempfänger hieß er. Selten, sehr, sehr selten aus dem Museum. Wir gucken uns noch ein Gerät an. Bis gleich. Dann habe ich aus dem Museum in Bad Laasfe bei unserem Freund Necker ein Gerät mir geholt, eines der seltensten Geräte, die es überhaupt in 38, 39 gegeben hat. Es sind nur ganz wenige Teile davon produziert worden. Dieses Gerät hat einen echten Sendersuchlauf, Baujahr, Moment mal, wir gucken hier genau nach, Baujahr 38 ist das Gerät gebaut worden, hat Philips einen Sendersuchlauf eingebaut. Wir gucken uns das an, soweit wir können. Ich wollte es nicht ganz auseinanderbauen, ich wollte nur die Funktion vorführen, dass man damals schon von der Firma Philips so weit war. Es gab kein anderes Gerät auf der Welt, der so etwas konnte. Das Gerät hat für den Sendersuchlauf zwei Tasten. Eine für den Vorlauf, die andere dahinter, diese für den Rücklauf. Mehr war nicht. Die anderen waren fest eingestellte Stationstasten. Hier ist es abgegangen, abgegangen. Das macht jetzt nichts. So. Wenn ich jetzt nochmal hier drauf drücke, ich drücke drauf und dann gucken wir uns oben den Zeiger an, wie er sich bewegt. Ich drücke drauf. Da läuft er schnell durch. Ich kann ihn auch ganz kurz antippen. Ich habe eben schnell aufgehabt, da ging er schnell durch. Jetzt mache ich ihn langsam. Er bleibt nicht stehen, wenn er einen Sender gefunden hat. Das muss ich hören. Da ist was, halt, ich lasse den Finger von der Taste. Jetzt gehe ich zurück, nehme die Rücktaste. So, das hat er, das läuft den Sender durch, der läuft jeden Wellenbereich durch. Jetzt haben wir eingeschaltet Mittelwelle. Ich versuche mal Kurzwelle einzuschalten, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Es wäre ja schön, wenn wir die Lampe da oben ausmachen würden. Der Marco macht mal das Licht aus, mal sehen, wie die Störungen weggehen. Das ist schon der Nachbarsender. Ohne Störungen. 49 Meter Band. Abends. 6 Uhr, 7 Uhr abends. Gigantisch. Wir gehen nochmal rüber. Auf dem 40 Meter Band. Sagenhafter Empfang, 40 Meter, wunderbar. Arabischer Sender, keiner versteht da was. Es gibt keine deutschen Sender auf der Kurzwelle mehr. Ist alles abgeschaltet in Deutschland. Nur von weit her kommen sie. Ist nichts mehr. Alles, was dahinter kommt, 30 Meter, 35 Meter. Wie gesagt, das gucken wir uns morgen früh an. Wenn hell ist, haben wir anderen Frequenzbereich auf Kurzwelle. Das war ja der Witz für Kurzwelle. Tagsüber, abends, immer wieder Sender von weit her. Damals in Königs Wusterhausen, die Reichsfunkstelle von Berlin, die hatte das ganze Band über abgestriffen von 16 Meter bis 49 Meter Band, hatte man Rundfunk gesendet. Rund um die Welt. Rund um die Welt konnte jeder was einsehen. Wie ich auf Tokelau war, habe ich ja auch Kurzwelle noch gehört, war ja noch eingeschaltet. Habe ich Kurzwelle auf 19 Meter, 21 Meter, 49 Meter Band rund um die Uhr hören können, weil ich Tag und Nacht Sendungen
empfangen konnte. Hier habe ich nichts anderes. Hier muss ich mich damit begnügen. Die Zeit ist vorbei für die Kurzwellen, Leute. Ich kann mich nicht danach richten, was früher war. Früher gab es das ganze Band war voll Sender. Überall war was. Heute mit Mühe, Not irgendeiner. So, Licht bitte an. Ich sag dann mal, so, wir machen das Licht jetzt wieder an und schauen dann mal nach Mittelwelle. So, wir machen das Licht mal wieder an und schauen jetzt nach Mittelwelle. Und komm dann näher ran, Marco, bitte. Ja, genau. Jetzt komm bitte einmal. So, wir machen das Licht wieder an und schauen uns jetzt Mittelwelle an. Mach doch mal bitte kurz das Radio leise. Mal kurz leise. So, jetzt, bitteschön. So, wir machen das Licht jetzt wieder an und gucken auf Mittelwelle. Mal sehen, was da rauskommt. So, die Sendereinstellung hier auf der Seite, das ist der Kanalwähler, Mittelwelle, Langwelle, Kurzwelle und Tonabnehmer. Die Einstellung der Sender hier, ich drehe. Ja? Ich muss in die Automatik laufen lassen. Der Suchlauf innen drin. Ich kann das auch alles per Hand machen. Schade, wir verstehen nichts. Ist alles ausländische Sprachen. Dieses Gerät hat 8 vorwählbare Sender zum Einstellen. Ich konnte die einstellen, habe ich die eingestellt, hat das funktioniert. War hier die kleine Kappe, die konnte man abmachen, hat dann drunter die Schrift da gehabt, die Schrift da drauf gemacht und hat das wieder montiert hier. Vorsorgfältig, sind nicht mehr so viele da, einige fehlen schon. Es war Museumsstück, der Kollege Neckerer hat das so übernommen von irgendjemand. Aber jetzt wollen wir uns das mal angucken. Die Tasten, 8 Stück waren für feste Einstellungen, Sendereinstellungen. Das war wie gesagt Sendervorlauf, Senderrücklauf. Seht an dem Pfeil hin und her. Jetzt drücke ich die Taste mal. Ich drücke mal die Taste und dann gucken wir uns das oben an, was sich tut. Aha. So, jetzt, das war der eine Sender. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich drücke einfach eine andere Taste. Da ist irgendwas eingestellt, da ist aber jetzt im Moment nicht. Aber das spielt ja keine Rolle, ihr glaubt's mir ja. Ich drück mal die nächste Taste. Der war ganz am Ende. Ich drück wieder eine Taste. Da. Und das ganze Spiel 8-mal. Wir haben hier einen Sender gefunden auf der Taste 2456. Die habe ich gedrückt gehabt. Das ist ziemlich am Bandende gewesen. Wir können jetzt auf das Band Anfang gehen. Da können wir diese Taste hier drücken. Drücke ich diese Taste, läuft er in die andere Richtung. Läuft natürlich über die Sender hinweg. Die sind ja nicht eingestellt. Brauche ich auch gar nicht. Er soll ja zu dem Sender hinfahren, der für ihn vorprogrammiert ist, die Taste. So, hat er gefunden, bleibt stehen. Jetzt wollen wir mal die Sendereinstellung machen und der Marco macht eine Aufnahme von der gesamten Mechanik, von den Motoren, die sich hier drin stehen, wie viele Räder sich da drin drehen. Bitte mal unten. So. So, das ist jetzt mal der gesamte Unterbau, die gesamte Schaltung dabei. Ihr seht, hier ist ein neuer Kondensator drin, wie immer der Koppelkondensator. Den mache ich bei so einer Aktion immer neu rein, damit wir keinen Ärger kriegen. Alles andere ist im Originalzustand, alle Drähte sind stabil, alles ist fest. Da ist noch nichts räudig. Der Kanalschalter hier, der sich hier drehen soll, der geht auch keine Probleme. Und die Sender zum Einstellen hier, an diesem schönen Teil hier, daran wurden die Sender eingestellt, den jeweiligen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Da haben sich die Platten leicht verengt und an der bestimmten Stelle rastete das ein und dann blieb da der Motor stehen und der Sender war voreingestellt. Die Mechanik zum Einstellen der Sender und zum Arretieren der Sender und zum Wiederbringen der Sender. Das war alles.
Das Laufwerk haben wir gesehen und das hier unten auch. Der Aachen Super D58, das war ein sehr, sehr teures Gerät. Ich habe nur ein Doku von 63, aber ist egal, es war baugleich, das gleiche Gerät. Da stand hier oben drauf, streng vertraulich. Philips hat das gedruckt, das durfte gar nicht jeder lesen. Das wurde nur Werkstätten gegeben, die dafür autorisiert seien. Ich blätter jetzt mal langsam um. Sehr umfangreich. Die Knöpfe, die Bereiche, die da waren, die Abstimmung, die Möglichkeit, was man da abgestimmt hat, die Erklärung der Schalterstellung und so weiter, welcher Kondensator sich mit wem berührt hat dabei, die Abgleich der ZF-Kreise, der Oszillatorkreise, alles ganz genau beschrieben für die damalige Zeit, gigantisch. Dann die Mechanik hier. Das ist das Einstellen der Skala. Das ist eine Mechanik. Da wird A, B, C so lange dran gedreht, bis es funktioniert. Hier unten steht Skaleneinstellung. Dann, wenn was kaputt ist und so weiter. Da steht drin, für zielbewusste Störungssuche braucht man ein gutes Messinstrument. Will man einen Fehler suchen, so braucht man das Chassis nicht aus dem Gehäuse zu nehmen. Und das steht hier alles schon mal im Text drin. Umfangreiche Doku für Reparaturen, Reparatur und Auswechseln von Ersatzteilen. Zum Beispiel die Auflösung der Mechanik für oben die Skala. Jedes einzelne Teil beschrieben, jedes einzelne Teil, was man machen kann, was man machen muss, damit es funktioniert. Hier zum Beispiel die Skala auswechseln. Ein Aufwand ohne Ende. Skala niederklappen, Bolzen, Drehung lockern, die Skala auf der Vorderseite so weit nach oben drücken, dass die beiden Schrauben in der Oberseite der Apparate sichtbar wird. Und, und. Eine genaue Erklärung, wer sich daran gehalten hat, der hat das vielleicht auch hinbekommen. Vielleicht, aber ich weiß das nicht. Die nächste Seite. Die Zugschnüre. Diese werden meterweise geliefert, Innenkabel in zwei Sorten, dickes Kabel für Wellenbereichsanzeiger, dünnes Kabel für Antrieb des Zeigers. Bevor man den Innenknopf abkneift, muss man es von der Stelle aus mit sorgefreiem Lötfett wieder verzinnen und in der Mitte des verzinnten Teils. Dies dient zur Verhütung der Entspannung. Jedes Kabel, jedes Seil hat man natürlich, das war dünner Draht, das dünne Draht, den hat man natürlich mit Lötzinn verzinnen müssen, damit er auch gehalten hat, wenn man da mit einer Schraube dran gekommen ist. So. Ganz böses ist der Abstimmmechanismus, ein ganz böses Teil. Das ist der komplette Abstimmmechanismus, den haben wir von unten gesehen, die einzelnen Segmente, die dabei sind. Eine ganz heikle Sache, steht ganz genau hier aufgelistet, was man machen muss, welchen Sperrfinger, welchen Stift man drücken muss, um das auseinanderzubauen. Mein Lebtag würde ich sowas nicht anfassen. Das ist die komplette Mechanik der Wählerscheibe, das ist der Motor. Der Motor hat einen gleichen Antrieb gehabt, der hat ein Mitnahmerad gehabt, das Mitterrahmen drehte sich, das drehte sich auf das Zahnrad untersetzte, das Zahnrad ging weiter, das Zahnrad ging hier weiter, bis zu dem Abstimmmechanismus und bis zu dem Drehkondensator. Der Drehkondensator war auch daran angeschlossen. Nochmal eine große Welle dabei und unheimlich untersetzt, dass ich das auch Ganze per Hand andrehen musste. Das Ganze mit Federn unter Druck und so weiter, alles genau beschrieben. Eine heikle Arbeit, seitenweise Reparaturmöglichkeit. Nochmal hier, Auswechseln der Zahnräder. Vier Positionen der Zahnräder. Wie man das macht, genau erklären. So, ich habe noch den Bluetooth-Empfänger in der Box eingebaut. Ich wollte das Ding nicht beschädigen. Aber das Genaue hätte man auch in die Rückwand einbauen können. Aber es ist aus dem Museum, ich will da nichts dran arbeiten. Aber es funktioniert. Ich habe Bluetooth eingestellt, habe das Tablet dabei gestellt als Sender. Ich höre Fats Domino leicht und gesittet. Es funktioniert. Den Ausgang des Bluetooth-Gerätes, das kann ich jetzt in das Philips-Gerät reinstecken. Ein ganz normaler, richtig dicker Stecker dabei. Es funktioniert, es ist wunderbar. Wenn euch das gefällt, was ich jetzt hier vorgeführt habe, dann könnt ihr nächsten Monat euch einschalten. Da haben wir eine neue Sendung, wo wir ganz speziell für Bluetooth euch was vorführen wollen. So, liebe Freunde, zum Ende. Dieses Philips-Gerät hat seine Suchlauf gehabt, Baujahr 3839. Die Firma Philips hat auch ein Kofferradio gebaut, auch in 1965, ungefähr 1965, auch mit Sendersuchlauf, ein Kofferradio mit Sendersuchlauf. Das heilige Teil braucht ein Netzteil, es braucht 4,5 Volt und 9 Volt. Das gab es natürlich als eingebaute Batterie, konnte man reinmachen. Der Kollege, von dem ich das geliehen habe, hat keine Batterie gehabt, hat aber das Original-Netzteil dabei. So, ich musste für das Gerät heilige weiße Handschuhe anziehen, wenn ich das bediene. Das hat er als Voraussetzung genommen. Einen kleinen Schalter, leicht zum Drehen, brachte einen UKW-Sender. Den UKW-Sender konnte ich hier einstellen, den nächsten Sender wählen. Das kennt ihr, das ist nichts Außergewöhnliches. Das macht jedes Radio, das macht jedes Kofferradio. Ein Haufen Sender dabei. Ihr glaubt mir das. Aber
das Gerät hier hat eine Taste, eine heilige Taste. Wenn man drauf drückt, lief der Sender entlang und blieb stehen. 65% Ballbesitz. Das heilige Gerät habt ihr gesehen. Das habe ich mir von dem Kollegen Heuer geliehen. Ich musste die weißen Handschuhe anziehen. Das war Voraussetzung, Bedingung dafür. Er hat eine große Kofferradiosammlung. Die werden wir uns in Kürze im nächsten Jahr irgendwann ansehen, wenn Corona vorbei ist. Er hat 50 Kofferradios, alle neuwertig, so wie dieses Teil hier auch. Er hat uns das zur Verfügung gestellt, weil das genau zu dem Philips-Gerät gepasst hat und das auch ein Philips-Gerät ist. So, heute machen wir erst einmal Schluss. Wir sehen uns morgen früh hier an gleicher Stelle und werden dann das heilige Philips-Gerät hier austesten, der Kurzwellenempfang, wie der bei 20 Meter, 30 Meter und 35 Meter ist, was wir dort für Sender kriegen. Heute Abend ist ab 40 nichts mehr zu hören, nach unten gesehen, 40, 20, 30 haben wir nichts mehr drauf gehabt, aber morgen hören wir uns das mal an, wie es dort ist. So, liebe YouTube-Freunde, einen herzlichen guten Morgen, ein neuer Tag beginnt. Der Tag von gestern Abend, es war dunkel, ihr habt das gesehen, haben wir das Kurzwellengerät getestet. Wir wollten mal sehen, welche Bänder was bringen. Wir haben festgestellt, dass im 49-Meter-Band und 40-Meter-Band einiges da ist. Aber in den höheren Bereichen, bei den kurzwelligen Bändern, bei 10 Meter, 18, 20, 30 Meter, war so gut wie keiner empfangen. Es war gestern Abend wirklich tote Hose. Wir wollen uns mal anfangen, wollen gucken, was bringt uns das Gerät heute Morgen. Dies ist nun eine originale Bedienungsanleitung von 1938. Das ist ein Original, die ist kopiert. Das Museum hat mir die zur Verfügung gestellt. Er hat die auch nicht gehabt, er hat die auch noch so nachbekommen. Spielt doch keine Rolle, aber bitte erst lesen, dann Empfänger einschalten. Das war für die damalige Zeit ganz wichtig. Jeder war ja Laie, keiner hatte jemals so ein Gerät in der Hand gehabt. Das heißt, es musste ganz langsam vorgegangen werden. Und das, was mir das Buch geschrieben hat, die Information, die muss dann verfolgt werden und nicht einfach dran rumfuhrwerken und machen, es geht oder es geht nicht. Das ist jetzt eine Gebrauchsanleitung für diesen Empfänger mit allem drum und dran, mit Modoabstimmung und für den Musikschrank eingebaut. Wie wird der Empfänger richtig bedient? Netzschalter gekuppelt und so weiter, alles was möglich ist, Bild, die Röhre, Lautstärkeregler, Trennschärfenregler, Tonblende und so weiter. Das war wichtig dafür, dass das jeder durchgelesen hat. Dann waren die einzelnen Elemente gezeichnet, die Bestückung, die Röhrenbestückung war gekennzeichnet. Dann kam hier, das Gerät besitzt keine Netzantenne. Ein hochwertiges Gerät sollte stets eine gute Antenne, zweckmäßig an eine Hochantenne von etwa 15 Meter angeschlossen werden. In Gegenden mit starken Störungen empfiehlt sich eine abgeschirmte Hochantenne. Die Wirkung der besten Außenantenne kann durch eine nicht einwandfreie verlegte und zu lange Innenleitung verdorben werden. Aus diesem Grund ist das Gerät möglichst nahe der Antenneneinführung aufzustellen. Das heißt, wenn es von draußen reinkommt, soll das Gerät irgendwo in der Nähe stehen und hier nicht meterlang rumgefuhrwerkt werden. Bei sehr guten Empfangsverhältnissen genügt eine Innenantenne. Haben wir nicht. So, dann geht es hier weiter. Die Wellenbereiche werden durch den hinteren Knopf auf der rechten Seite durchgeschaltet und durch Pfeile der rechten Seite jeweils wie folgt angezeigt. Das ist die Umschaltung zwischen Kurzwelle und Mittelwelle. Das ist die Abstimmung und Senderwahl. Das haben wir uns gestern Abend angeguckt, wie die Wahl, die automatische Wahl, die Wiederwahl des einzelnen Sendern. Aber wir wollten uns ja heute oder ihr wolltet mal sehen und hören, wie das mit dem Kurzwellenempfang wirklich ist. Des Weiteren, auf Kurzwellen arbeiten fast alle Sender, die für den Weltrundfunk bestimmt sind. Sie nehmen nur einen kleinen Teil der Kurzwellenskala ein, sogenannte Bänder. Diese Bänder, auf diesen Bändern jeweils ist Rundfunk möglich. Daneben sind Amateurbänder, kommerzielle, Militär und so weiter, die haben die anderen Frequenzen belegt. Aber die eigentlichen Bänder, die gekennzeichnet sind, die sind auf der Skala drauf. Diese Bänder sind zum leichten Abwählen in kleinere Felder zwischen 10 und 15 bezeichnet aufgeteilt. Wir gucken uns das bis später an. Die Wellenlänge, siehe der Skala und das Feld, in dem die Sender gefunden wurden, sollen zweckmäßiger notiert werden. Habe ich einen Sender gefunden, da gehe ich mit einem kleinen Stift dran und sage, da war was, da war was, da war was. Denn am nächsten Tag kann es ein bisschen daneben sein oder du findest es einfach nicht, weil zu viel da drauf ist. Aber wenn du den einzelnen Sender wiederfindest, muss er markiert sein. Nur wenige Kurzwellensender sind so stark, dass sie mit Hilfe der Abstimmröhre eingestellt werden. Das funktioniert sowieso nicht, das ist matt. Die Abstimmung, jetzt ist das unterschrieben und dick gedruckt, besonders langsam vorgenommen werden, da andernfalls die einzelnen Sender leicht zu überhören sind. Wir machen das gleich mal in Ruhe. Ein besonderer Reiz der Kurzwellenempfang ist, dass der Sender von mehreren tausend Kilometern Entfernung gut zu hören sind und dass der Empfang durch atmosphärische Störungen, die besonders im Sommer auftreten, weniger beeinflusst wird. Allerdings
ist der Kurzwellenempfang nicht immer gleich gut. Es gibt Tage, an denen Kurzwellen kaum zu empfangen sind, dann wieder Tage, an denen alle Erwartungen übertroffen werden. Auch sind die Empfangsmöglichkeiten der einzelnen Bänder verschieden. Sender, deren Wellenlänge unterhalb von 20 Metern, das heißt also 16 und 20 Meter Band liegen, sind sogenannte Tageswellen und sind am besten zu empfangen, wenn die Strecke zwischen Sender und Empfänger überwiegend unter Tageslicht steht. Das heißt also, jetzt zu dieser Tageszeit müssen wir 16, 20 Meter Band bis 25 Meter Band was haben. Wenn die Strecke zwischen Sender und überwiegend Tageslicht ist. Sender mit einer Wellenlänge von etwa 20 bis 30 Meter, das heißt das 25 Meter Band und das 31 Meter Band, sind sowohl am Tage als auch nachts gut zu empfangen. Sender mit einer Wellenlänge von etwa 50 Meter sind ausgesprochene Nachtwellen und gut zu hören, wenn auf dem gleichen zwischen Sender und Empfänger liegende Wege überwiegend Dunkelheit herrscht. Das heißt also, von Moskau hierher ist jetzt optimale Zeit, Tageswellen. Weil die Kurzwellen am Boden entlang nur wenig ausbreiten, sondern hauptsächlich nach oben gestrahlt und erst aus großer Höhe durch eine reflektierende Schicht zurückgeworfen werden, sind sie nur in größeren Entfernungen vom Sender zu hören. Der dazwischenliegende Raum wird als toter Raum bezeichnet und eignet sich nicht für den Kurzwellenempfang. Das heißt also, es geht in Moskau hoch, von Moskau hoch in die Heaviside-Schicht, dann wieder runter und landet hier jetzt in Marburg. Alles, was zwischen Marburg und Moskau liegt, Minsk, Warschau, die haben keinen Kurzwellenempfang. Die haben wieder Kurzwellenempfang von einem anderen Sender mit einem anderen Band. Das war so. Deshalb hatten wir hier im Deutschen Reich die größte Kurzwellenstation der Welt gehabt. Das war in Königs Wusterhausen. Ihr könnt das mal nachlesen. Königs Wusterhausen, der Begriff im Wikipedia ist bekannt. Das war weltweit das absolute Kurzwellenzentrum. Später für die Militär war es möglich, die ganze Welt, das U-Boot, was in Neuseeland aufgetaucht ist, konnte direkt an sprechen und konnte direkt den Dönitz, den Oberbefehlshaber der Marine, direkt anrufen. Zu einer gewissen Tageszeit, zu einer gewissen Uhrzeit und abhängig auch von der Jahreszeit, war mal gut, war mal schlecht. Aber das musste ausprobiert werden. Aber es war möglich, hier mit nach Hause direkt in Kontakt zu treten. Meistens über Telegrafie. Telefonie war noch nicht so weit. Über Telegrafie mit einer Morse-Taste. So, der Draht. Der Antennendraht ist gespannt, ungefähr 30 Meter. Das geht bis zu dem ersten Baum dort hinten. Er muss relativ frei hängen, darf dazwischen nichts sein. Er mündet hier oben vor meinem Wohnzimmer, vor meinem Arbeitszimmer. Er wird da festgemacht mit einer kleinen Abspannmöglichkeit. Es muss isoliert aufgebaut werden, dass er frei hängt und jetzt Energie, das heißt die Antennenenergie, hier reingeleitet wird. Die kommt durch das Fenster durch, da unten rein. Das kommt hier ins Fenster rein. Wir haben ja Dreifachfenster hier bei mir zu Hause. So. Ich wollte euch jetzt nochmal die Nahaufnahme zeigen. Das ist hochflexibler Draht mit einer Unmenge von kleinen Äderchen. Darauf können sich die Wellen besser ausbreiten wie auf einem massiven Stahldraht. Man hat einen hochflexiblen Draht als Antennenfreileitung. Das ist mein Draht gewesen. Den Draht habe ich euch gezeigt. Was nehme ich? Meister Jambo nimmt eine Krokodilklemme, macht das da drei, hat den Bananenstecker und steckt jetzt den Bananenstecker in den Antenneneingang von dem Radio. Nun das gute Gerät von vorne. Ich habe es eingeschaltet. Es ist langsam am Kommen. Das dauert, weil den Röhrengeräten dauert ja immer eine ganze Zeit lang. Aber Skala ist da. Die Beleuchtung für die Skala habe ich auch eingestellt. Die ist wunderschön. Wir hören uns das mal an. Mal gucken, was da rauskommt. Ach du großer Gott. Das sind jetzt Störungen. Mal ganz kurz gucken. Diese Störung, das ist nichts. Wir müssen das Licht ausmachen. Moment. So, Licht ist jetzt aus, ist ein bisschen dunkel, aber ihr hört ja meine Stimme. So, wir haben jetzt eingeschaltet die Skala hier bei ungefähr 20 Meter Band. Das sind jetzt atmosphärische Störungen. Das ist im Kurzwellenbereich bei der Empfindlichkeit von dem Gerät vollkommen normal. Wir gehen mal kurz drüber. So, jetzt bin ich hier im 16-Meter-Band. Das ist ein ganz, ganz niedriges Band als Rundfunkband von weit, weit her. Wir wissen natürlich nicht, was ist das für ein Sender, aber der Sender kommt sehr gut durch hier. 16-Meter-Band, Kameraden. Das ist noch einer. I don't
Das ist hier auf dem Bereich unter 20, das muss bei 15, 10, 11 Meter Band sein. Das ist ganz selten, dass wir da empfangen. Die Radiogeräte, die wir heute kaufen können, kriegen das alles gar nicht. Vielleicht wolltet ihr das mal sehen und hören, wie kriege ich auf so einem alten Gerät Kurzwellenbänder. Das ist der Anschluss für das 20-Meter-Band. Das geht von 20-Meter-Band noch weiter runter. Wir können hier mal kurz reinschauen, was mir das Datenblatt abgibt von dem Hersteller, von den Philips-Leuten, ob die dir das reingeschrieben haben, wie weit das Gerät runtergeht. Nein, das steht hier nicht bei. Das steht hier nicht bei. Moment mal. Den Sender hier haben wir ganz am Anfang der Skala gefunden. Das Datenblatt gibt her, das muss ungefähr 16-Meter-Band sein. Ich habe den Sender eingestellt, habe den Sender gefunden. Ich habe den über meinen Kurzwellenempfänger gleichzeitig hier. Der bringt mir das auch. Und das ist jetzt die Frequenz von dem Kurzwellenempfang, den wir jetzt hier haben. 17,57 Megahertz. 17 Megahertz, 570 Kilohertz. Das reicht jetzt. Das ist das Original 16-Meter-Band. Hier ist die Auflösung, da kann man nachgucken. Kurzwellen... 16-Meter-Band geht von 17,55 bis 17,80. Was da drüber ist, was da drunter ist, ist nichts. Wir haben die Rundfunkbänder 16-Meter-Band. Das sind die Bänder auf meinem Kurzwellenempfänger. So, Gerät habe ich weggetan. Wir schalten mit unseren Freunden hier an. 16-Meter-Band. Jetzt gehen wir von 16-Meter-Band in Richtung 20-Meter-Band. Mal sehen, was da alles kommt. Ich muss immer nachstellen wie in Lautstärke. Das war nur ein Sender. Jetzt sehen wir zwischen den Bändern, die nicht Rundfunkbänder sind. Da ist Frequenzen, da ist aber jetzt nichts drauf. Da ist einer. Das ist in der Nähe des 20-Meter-Bandes. Hört sich an wie ein Russe. Лидер КНР отметил, что в рамках празднования 20-й годовщины подписания договора о... Das Band ist jetzt, steht drauf, 20 Meter Band. Wo das herkommt, kann ich nicht sagen. Das kann Iran sein, das kann Fernost sein, das kann noch weiter sein, das kann auch China sein. Von der Musik her könntest du in die Nähe von China kommen. Das ist jetzt direkt neben dem Sender, ganz dicht dabei. Über den Kurzwellen, meinen Kurzwellenfänger, könnte man es lokalisieren, welche Frequenz das ist. Es interessiert uns ja auch nicht. Russe, ich würde Russe sagen. Das ist jetzt 20 Meter Band. Ich gehe mal ein Stückchen weiter. Die Markierung liegt jetzt genau bei 20. Jetzt drehe ich mal ganz, ganz wenig daneben, so einen Millimeter. Hier sind auf dem Bereich von ungefähr 5 mm haben wir 5 gute Kurzwellensender im 20-Meter-Band. Das ist ganz selten. Das schafft nur dieses hervorragende Philips-Gerät. Wir gehen mal weiter rüber. Das ganze Band ist voll. Das sind wir jetzt in Richtung 25-Meter-Band. Das ist nur... Das kann Amateurband dazwischen sein, aber nicht von Rundfunksendern belegt. Jetzt kommen wir in Richtung 30-Meter-Band. Die 30-Meter-Bänder, wie gesagt, sind für diese Uhrzeit nicht mehr interessant und für die Helligkeit, die draußen ist, nicht mehr empfangswürdig. Das ist jetzt schon wieder relativ tot hier. Ich mache langsam durch. Es ist tot. Nur HF-Rauschen, Rauschen von der Antenne, Störrauschen. Ich bin jetzt in 30, 31, 32 Meter. Tote Hose.
genau das, was wir gestern Abend gesagt haben. Da ist tagsüber ist nichts. Das sind Störsender eben gewesen. Das ist Rauschen auf dem Bereich. Woher das kommt, das kann ich auch nicht sagen. Richtig starkes Rauschen, nur Rauschen. 35 Meter Rauschen. Jetzt kommen in Richtung 40 Meter. Das reicht jetzt schon wieder für den Empfang auf 40 Meter Band, wenn da was ist, in der Luft ist. Ah, da ist einer. Das kann jetzt 40 Meter Band Amateurfunker sein. SSB, Single Sideband, Einseitenbandübertragung, was das Gerät ja nicht macht. Für euch als Freaks. Das wird ein Amateur sein, der da reinbläst. Der hat richtig Geist. Der kann in der Nähe sein, kann auch weit weg sein. Das weiß ich nicht. Da sind wir jetzt auf dem Amateurband. 40 Meter Band. Sehr selten, dass wir so etwas zu der Uhrzeit, der Tageszeit hier vernünftig hören. Und genau markiert Amateure von 40 Meter, 40 bedeutet 40 Meter Band. Das ist Single Sideband, der wird das untere oder obere Seitenband übertragen. Das sind Amateurbänder für Telegrafie, weltweit Telegrafie. Wer Telegrafie hören kann, ich lasse mal kurz da. Das sind zwei, drei Sender, Telegrafie-Sender übereinander, Amateure. Der kann von weltweit kommen, der kann aus Australien kommen, der kann von Japan kommen, das kann auch hier aus der Nähe sein. Ich kann kein Telegrafie, ich habe es nie richtig gelernt. Wer das von euch identifizieren kann, der schickt mir eine Mail und sagt, ich habe das gehört, er sagt das und das. Es ist eine QSL-Verbindung von irgendwoher. So, das ist das Amateurband zu Ende. Jetzt kommt ein richtig dicker Störsender. 45 Meter, da kann nicht sein. Das ist außerhalb Rundfunkbereich. Jetzt kommen wir in Richtung 49 Meter Band. Das ist wieder kommerziell für Rundfunk gedacht. Machen Earth and Fire und die hatten 1970 auch einen Hit, nämlich Seasons. Das ist der einzige Kurzwellensender, der tagsüber manchmal angeschaltet wird. Im Raum München sind so Freaks, die haben einen Kurzwellenbereich für sich geordert. Sie können da frei in die Luft gehen. Gestern Abend haben wir den nicht gehabt, jetzt kommt er aber gut durch hier. Das ist jetzt Kurzwellensender, 49 Meter Band aus Deutschland. Einwandfreier Empfang, wunderschön, wunderbar. Ich gehe noch ein Stückchen mal nebenbei. Da ist noch einer. Tod ist häufig eine Folge von Einsamkeit. Noch einer. Einsamkeit ist nicht gut. Einsamkeit ist nicht das, was Gott will. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und in der das ist ein religiöser Kurzwellensender, auch auf dem 49 Meter Band. Ich weiß nicht, was sie bringen, ich höre sowas ja nicht. Aber ich weiß, dass da hinten irgendwo was ist, auf 49 Meter ran. Einwandfrei. Ich gehe noch ein Stück weiter. Das ist Schluss. Also Ende 49 Meter Band, könnt ihr mal gucken, wer das ist. Bei 6 Megahertz, ein bisschen mehr wie 6 Megahertz muss das sein, der bläst da rein, wie wir dazu sagen. Diesem Apostel. Das bricht auf einmal richtig wieder aus. Mit ganzem Eifer heißt es.
Das war der andere Sender. Das ist im Abstand von einem Millimeter von der Skala. Wer da schnell drüber dreht, findet das nicht. Wir gehen jetzt mal rüber. Wir gehen mal runter zum 16-Meter-Band und 20-Meter-Band. Wollen mal gucken, wie das da funktioniert. Wir drehen mal den ganz schnell durch. Mal sehen, ob wir da was finden, wie das so Anfänger machen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Da geht man einfach rüber. Aha. Das ist ein Störsender. Da kommen wir in Richtung 20 Meter. Ich habe das schon jetzt ein Gefühl drin, dass ich das höre. Aber wer das nicht hört und eine große Skala hat, eine schwergängige Skala, dreht den Skala einfach drüber. Das Ding ist ja hochempfindlich und hochfein einzustellen. Ihr habt das gesehen, was da für ein dicker Motor da innen drin ist. Den habe ich auch schnell wiedergefunden. Ich habe ja da Übung drin. Für einen Anfänger, der dreht drüber, der hat keine richtige Antenne und ist enttäuscht von dem Gerät. So, wir sind jetzt wieder auf 16-Meter-Band. In Englisch, woher, weiß ich nicht. Spielt doch keine Rolle. Freaks schalten den Sender ein, lassen ihn laufen und hören dann irgendwann, aha, ist Radio Moskau, Sendung in deutscher Sprache, Radio China, hier ist Peking in deutscher Sprache, meistens zur vollen Stunde. Wer das genau wissen will, muss ins Internet gehen, muss sich raussuchen, wann sendet Peking in deutscher Sprache, welche Frequenz, dann kann er das Gerät einschalten und sucht das und bleibt da. Wenn er Glück hat, hat er was. Wenn er kein Glück hat, dann ist ein Fading, das heißt, ein Ausgleich der Wellen findet hier nicht statt. Atmosphärische Störungen und. Sonnenwinde und. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wer Funkamateur ist, weiß das, dass das eben so ist. Wir können das nicht ändern. Aber für euch als Anfänger, ihr wolltet das ja mal sehen, wie das Kurzwellengerät funktioniert, wie wir guten Kurzwellenempfang haben. Wir haben uns extra auf heute Morgen festgelegt, dass wir dann auf 16 bis 20 Meter, 25 Meter Band kriegen. 49 Meter Band ganz hinten am Ende. Haben wir auch was gekriegt. Alles wunderschön. So, liebe Freunde, das war die Sache mit den Rundfunkgeräten, das war die Sache mit den Kurzwellen. Das ist nicht einfach. Da gehört viel, viel Übung dazu, viel Fingerspitzengefühl, Gefühl dafür. Ich habe das mit 13, 14, 15 Jahren zu Hause gelernt und gemacht, habe auch Funkamateure gehört, aber die Funkamateurprüfung habe ich nicht geschafft. Das Morsen war nicht mein Ding. Ich habe es nicht gerafft. Ich habe es wirklich vieles, vieles probiert. Ich wollte nur mal als Hinweis für euch, als Schüler mit 15, 16 Jahren in der Abitursklasse, wer damals Morsen konnte und konnte die Werte von der Rechenaufgabe über Morsen durchgeben, der war was. Der Lehrer hat das aber mitgekriegt. Der wusste, was wir gemacht haben. Der ist dann dazwischen gegangen und hat so aufgeschnitten, damit das unterbrochen wurde. Haben wir alles probiert. Ich habe es aber nie gerafft. Ich habe es nie hingekriegt. So, alles in allem, Kurzwelle vorbei, Radio vorbei, Sendung für heute vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.